Herzlich willkommen an der Fachakademie Maria Stern Augsburg. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Träume wahr werden zu lassen und die Zukunft zu gestalten. Im Herzen Augsburgs bilden wir die Erzieherinnen und Erzieher von morgen aus. Menschen, die den schönsten Beruf der Welt ergreifen. Kinderaugen zu sehen, wie sie einfach auch die Welt begutachten. Das ist meine Berufung. Ich bin durch Zufall da reingerutscht in diesen Beruf. Und ich mache es mit Herzblut. Dass sie herkommen, ohne was zu sagen und einen umarmen und sich auch von mir trösten lassen. Und mit ihnen die Schritte, die einzelnen Entwicklungsschritte mitzugehen, das ist eine große Freude. Weil die so viel zurückgeben, ja. Es sind die strahlenden Augen der Kinder, das unbeschwerte Lachen und die vielen kleinen und großen Momente des Glücks, die den Alltag als Erzieherin oder Erzieher einzigartig machen. An der Fachakademie Maria Stern Augsburg legen wir großen Wert auf eine praxisnahe und werteorientierte Ausbildung. Unsere Dozentinnen und Dozenten bringen ihre Erfahrung und Leidenschaft in den Unterricht ein, um sie optimal auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Das geht bei uns ganz klassisch in Vollzeit, aber auch in Teilzeit. Denn die Fachakademie Maria Stern Augsburg bietet Ihnen die Möglichkeit, die Ausbildung auch berufsbegleitend zu absolvieren. Eine großartige Chance, die gerne genutzt wird. Die Teilzeitausbildung mache ich, weil ich Mutter von 4 Kindern bin. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit aus organisatorischen Gründen, die Vollzeitausbildung zu machen. Es ist auch immer eine finanzielle Frage. Ich habe also bei der Teilzeitausbildung die Möglichkeit, als Kinderpfleger angestellt zu sein und eben so meinen Erzieher berufsbegleitend mit der Teilzeitausbildung fertigzustellen. Außerdem wird durch das Modell Ausbildung und Studium klug kombiniert ein Direkteinstieg für Abiturientinnen und Abiturienten geschaffen. Und es gibt die Möglichkeit, durch Erasmus Plus ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Unsere Studierenden lernen bei uns nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem, wie sie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen und fördern können. Und zwar mit modernen Methoden. Sie begleiten sie bei ihren ersten Schritten, helfen ihnen, die Welt zu entdecken und gestalten unvergessliche Erlebnisse. Inspiration bieten unsere vielfältigen musikalischen und kreativen Angebote. Ja, wir hatten einen Workshop zum Thema nachhaltigen Wasserverbrauch. Wasser begleitet dich überall und die Kleinen zeigen wahnsinnig viel Interesse daran. Da wollten wir eben auch zeigen, wie man mit denen überhaupt das Thema Wasser quasi sich anschauen kann, also mit Experimenten. Unsere Ausbildung ist mehr als nur ein Sprungbrett. Sie ist eine Berufung. Sie werden Teil einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und inspiriert. Gemeinsam entwickeln wir neue Ideen und Methoden, um das Beste für die Kinder zu erreichen. Das ist natürlich ein Teil, wo wir uns mit einbringen können, wo wir einfach auch nochmal Input bekommen. Und es ist auch einfach mal ein anderes Setting, weil es einfach freier ist. Erziehungsstile verändern sich immer wieder. Umso wichtiger ist es, sich regelmäßig weiterzubilden. Unsere Fachtage sind Teil unseres einzigartigen Ausbildungsprofils und bieten den Studierenden wichtige Zusatzqualifikationen. Es gibt beispielsweise Fachtage zum Mate Meo mit Tipps der Entwicklungsexpertin Maria Arz oder gemeinsame Projekte zum Thema Leitungsfunktion in Einrichtungen. Während des Berufspraktikums im letzten Ausbildungsjahr verdienen Sie bereits 80% des Erziehergehalts und können alles, was Sie bei uns gelernt haben, einbringen. Ja, es ist voll schön, weil man jetzt halt einfach einen ganz anderen Hintergrund hat als vor 3 Jahren, vor 4 Jahren. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich auch gleich Gruppenleitung war nach meinem Berufspraktikum. Und dann nach so 2 Jahren oder so dachte ich mir so, war es das jetzt schon? Und dann dachte ich mir so, eigentlich könnte ich noch ein Studium draufsetzen, habe das auch berufsbegleitend gemacht, hat man dann einfach noch mehr Möglichkeiten. Die Übergabe der Ausbildungszeugnisse bildet den krönenden Abschluss unserer gemeinsamen Zeit. Einer schönen, spannenden und ereignisreichen Zeit, von der Sie Ihr ganzes Berufsleben lang profitieren werden. Ich wünsche unseren Absolventinnen und Absolventen, dass sie sich bewusst sind, die Zukunft lässt sich am besten voraussagen, wenn man sie mitgestaltet. Sie haben einen Beruf, wo sie sozusagen Einfluss haben. Sie sind jetzt staatlich anerkannte Erzieherin oder staatlich anerkannter Erzieher. Entscheiden Sie sich für eine Ausbildung, die das Herz berührt und jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Werden Sie Erzieherin oder Erzieher an der Fachakademie Maria Stern Augsburg. Weil es nichts Schöneres gibt, als Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu begleiten und die Welt durch ihre Augen zu sehen.
Fachakademie Maria Stern Augsburg. Die Zukunft beginnt hier.